Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 3. So, ich war jetzt mittlerweile einmal kurz zu Hause, hab einmal kurz alles abgelegt. Unsere werte Begleiterin Cross. Es liegt ein fauler Gestank im Wind. Hier sollten wir nicht zu lange verweilen. Hat jetzt nur eine normale Powerrüstung an. Mit den Worten des ältesten Theas. Ein gut ausgerüsteter Bruder tut immer seine Pflicht. Genau. So. Und zwar habe ich hier jetzt die Tesla erstmal wieder ausgezogen. Ich habe ein bisschen rumprobiert. Ausgestoßene Rüstung mag sie gar nicht anziehen. Nur den Helm davon. Und ich habe noch normale Powerrüstungshelme. Die hat sie auch ganz normal genommen. Und ich hatte noch einen für die Bruderschaft. Deswegen Powerhelm der Bruderschaft. Ich habe ihn auch hochrepariert. Warum denn auch nicht? Ist ja eigentlich ganz in Ordnung. Ich habe jetzt auch Stimpaks in die Hand gedrückt. Ich hoffe, sie verwendet diese auch. Ich hoffe es mal. Damit sie uns nicht so schnell wegstirbt. Ich denke mal, 50 Stück dürften jetzt erstmal für den Anfang reichen. Mal gucken. Ich werde jetzt auch ein bisschen mehr auf meinen Begleiter achten. Weil es war schon eine übelste Hilfe. Ich selbst habe mir jetzt mal das Plasma-Gewehr geschnappt. Mit Waffen muss ich bei ihr nochmal ein bisschen rumprobieren. Das ist halt blöd, wenn man halt keine Kampfhandlung hat. Ansonsten, ja, die Tesla-Rüstung habe ich mir jetzt selbst mal natürlich angezogen, weil wenn schon Power Armor, dann natürlich auch Power Armor tragen, ne? So, Energiewaffen, deswegen Plasma, Strahlenresistenz ist jetzt nicht so weiter wichtig. Wie gesagt, ich habe mir jetzt einmal die komplette Tesla angesetzt, sie zieht auch die komplette Tesla an. Deswegen habe ich jetzt gedacht, okay, gut. Und wie hat es damals ein Kommentarschreiber mal genannt? Eine Schildkröte ohne seine Powerrüstung ist nur eine Nacktschnecke. Das heißt, wir sind jetzt auch endlich eine vollwertige Schildkröte geworden. Das passt. So. Und da der Helm minus Charisma macht und wir aber handeln wollen. Ich habe Nachricht vom ältesten Lions erhalten. Er sagt, Sie haben die Erlaubnis, mit uns zu handeln. Gut für Sie. Gut. Können Sie meine Sachen reparieren? Wenn Sie für die Teile bezahlen, kann ich das tun. Ja, was kannst du denn? 17er reparieren. Na, nee. Da sind meine schon besser. Kann ich das Angebot mal sehen? Na klar, aber machen Sie schnell. So, dann wollen wir doch mal gucken. Ich habe jetzt extra Granaten und so weiter nicht mitgenommen. Sie hat 400 Kronkorken. Ich war mir nämlich nicht sicher, wie viele Kronkorken sie hat. Ich habe auch die Rolo-Marken soweit mitgenommen. Wir haben aber 78 mal Bier zum Verkaufen. Ich habe auch noch ein bisschen anderes. Wir haben noch 9-mal einen Scotch, den ich ihr verkaufen kann. 8 Weine, weil das bringt uns nicht. Und 40-mal Whisky. Dazu noch 19-mal Wodka. So, das werde ich auf jeden Fall verkaufen, deswegen passt. Aufklärungsrüstung, Schleichen plus 5. Oh, chinesische Pistole. Eine normale Kampfrüstung. Die Aufklärungsrüstung wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Luftgewehr 100. Ah, wir kriegen hier also fürs Luftgewehr Munition. Ja, Miniguns, Pfeil, Powerrüstung, Raketen, Raketenwerfer, Schlagring, Schrotpatronen, Minen, Springmesser und Stimpaks. Gut, ich würde eher sagen, wir gucken, dass wir uns ein bisschen was an Munition holen. Energiemunition hat sie jetzt leider nicht vorrätig, so wie es aussieht. Na, gut. Ich bin am Überlegen, die 5mm mitzunehmen. So, kriege ich immer noch 400 Kronkorken kommen, dann nehmen wir hier auch noch die 308er. Nehmen wir auf jeden Fall auch nochmal mit. Die Magnum-Schuss nehmen wir auch nochmal mit. Gut, und dann akzeptieren. Für uns wiegt das jetzt nichts. Vergessen Sie nicht, sich abzumelden. Ja, ich melde mich ab. Der Star sei mit Ihnen. Aber sowas von. So, dann wollen wir auch gleich wieder das Helmchen anziehen. So, wie viel Schadensresistenz? Das habe ich ja noch. 71 können wir jetzt. Na, das nenne ich doch jetzt mal. Jetzt bin ich ein Panzer. Jetzt scheppern wir mal durch die Gegend hier. Du stehst ein bisschen unpassend. Ich habe jetzt auch die anderen Holomarken bei. Mal gucken. Die werden wir eh jetzt alle noch in die Hand drücken, wenn ich sie jetzt gleich wieder finde. Und ich werde jetzt auch immer so ein bisschen wechseln zwischen der Ranger und der Power Armor. Na, nachdem. Ich kann ja leider nicht mit normaler Enklave-Rüstung die Tesla reparieren. Das ist leider schade. Aber, James? Wenn wir das Streben nach Wissen schätzen, müssen wir die Freiheit haben, überall dahin zu gehen, wohin uns diese Suche führen mag. Ich habe das in einem uralten Buch gefunden.
Worte der Weisheit von einem der größten Männer der einstigen Zivilisation. Ja, so, und zwar möchte ich Sie was wegen Holomarken fragen. Was wollen Sie fragen? Über die Marken wissen? Ich habe ein paar gefunden. Tatsächlich. Es betrübt mich, von meinen gefallenen Brüdern zu hören, aber ihre Namen und Taten werden aufgezeichnet. Wie viele haben Sie gefunden? 2, 3, 4, 5. Ich habe 5 Holomarken für Sie. Ihre Namen werden in die Schriftrollen eingetragen und uns für immer in Erinnerung bleiben. Hier die Belohnung. Sie sollte klug und bei voller Gesundheit eingesetzt werden. 500 Kronkorken, also 100 pro. 5 Holomarken wurden entfernt. Hatte sie nicht gesagt, sie hat auch noch ein paar mehr Sachen für uns? So, alle, die ich habe, das sind die letzten 4. Ihre Namen werden in die Schriftrollen eingetragen und uns für immer in Erinnerung bleiben. Hier die Belohnung. Sie sollte klug und bei voller Gesundheit eingesetzt werden. Und nochmal 400 Kronkorken dazu. Kommen wir fast auf ein Level ab. Ziehen Sie in Frieden und in Weisheit. Genau. So, dann gucken wir uns jetzt hier noch weiter um. Gelehrter. Terminal der Pentagon-Bibliothek. Ich darf doch mal. Bericht über das UFO mit den Codenamen. Weitere Nachforschung über das UFO mit den Codenamen Paladine haben unseren Verdacht bestätigt. Am Abend des 3. Mai 2062 trat in der Tat ein unidentifiziertes Flugobjekt unbekannter Machart und Herkunft in den Luftraum nördlich von Hangerstown, Mailand ein und stürzte in einer stark bewaldeten, unbewohnten Gegend ab. Leider waren alle Versuche, das Flugobjekt zu bergen, erfolglos. Es war nicht zu orten, entweder aufgrund einer Art fortgeschrittener Unsichtbarkeitsschildes oder weil die Insassen Reparaturen vorgenommen haben und die Absturzstelle vor unserem Eintreffen wieder geräumt hatten. Trotz der fehlgeschlagenen Bergung kann die Bedeutung dieses Ereignisses nicht bestritten werden. Wir sind nicht allein. Bericht über das Projekt Brainstorm. Brainstorm, Zentrum für Militär, Kultur, 2076, Fortschrittsbericht. Unsere Vorzeigeprojekt, die verlassenste Patriotismus-Initiative, ist ein durchschlagender Erfolg. Unsere Agenten haben erfolgreich versteckte und offene Botschaften mit externen Aussagen zu Patriotismus und Loyalität in die Massenmedien geschleust. Von Kinofilmen bis zu den Fernsehsendungen am Sonntagnachmittag. Dieser Erfolg wird durch zunehmenden Verpflichtungen zum Militärdienst in der demokratischen Zielgruppe unterstrichen. Agent Webb hatte besonders großen Erfolg in der Musikindustrie und er hat interessante Vorschläge für den organisierten Sport und sogar für solch schwierige Märkte wie Comicbände und Spielzeug. Ein Erfolg in diesen Berichten würde eine frühe Versorgung mit unseren Botschaften gewährleisten und auf diese Weise eine engagierte und treue Nation für unsere aller sicherstellen. Bericht über die Mission Koloachina. Codename Koloachina. Entwicklungsbericht. Der Entwickler der mutanten, unterminierenden Lebensformen schreitet schnell voran. Und unsere Chefbiotechniker sind sich sicher, dass diese lebenden Waffen rechtzeitig für den Einsatz in Kommunisten-China perfektionieren können. Sobald sie verdeckt in eine feindliche Umgebung eingeschleust wurden, unterminieren ihr aggressiver Charakter, ihr gefährlicher Hunger und ihre schnelle Wahrnehmung in kürzester Zeit die Infrastruktur des Einsatzortes und machen das Ziel so für einen Bombenangriff verwundbar. An diesem Punkt kann der genetische Todesschalter umgelegt werden, der eine einfache Rückgewinnung ermöglicht, ganz zu schweigen von einer signifikanten einmaligen Säuberung. Die aktuelle Mull-Entwicklung verwendet vor allem genetische Linien von Nagetieren, besonders der gemeinsamen Kanalratte,
und der Erfolg war bahnbrechend. Die FEV-Tests wurden allerdings verschoben, da die Resultate steril waren. Okay. So. Die gute Todeskrallenforschung. So, hier haben wir noch eine Mülltonne. Jetzt kann ich ja wieder plündern. Jetzt brauche ich keine Angst mehr haben hier. Verkaufsautomat. Ja, nur Kohle nehmen wir mit. So, B-Ring. Waren wir noch nicht. Gehen wir mal in den B-Ring. Nehmen wir nochmal Schrott mit. Kohleautomat muss auch mitgenommen werden. Ah. So, Zitadellen-Informationsterminal. Das war ja immer dasselbe, ne? Ja. So, Truhe ist leer, Truhe ist leer. Powerfaust, Neuling der Bruderschaft. Was? Wie? Tut mir leid, ich bin noch neu hier. Okay. Ritter der Bruderschaft. Metallrüstung Powerfaust. So, Informationsterminal, das kennen wir ja schon. Powerfaust. Hallo. Seien Sie mir gegrüßt. Ich bin Knappe Maxen, treuer Diener des Stahls. Es ist mir eine Ehre, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ganz ruhig, Sire. Ich beiße nicht. Ich bitte um Vergebung, falls mein Verhalten beleidigend war, Sir. Wir haben in der Zitadelle nur selten Besucher. Die Brüder und der älteste Lion sind gute Lehrer. Aber die Protokolle machen mir Sorgen. Laut Kodex darf man Außenstehenden nicht trauen. Es steht geschrieben, hütet euch vor denen, die nicht das Stahlband an euch bindet, denn sie sind blind. Helfet ihnen, aber sehet auf euch selbst. Verstehe. Ich habe selbst schon jede Menge gefährlicher Leute getroffen. Es sind nicht nur die Außenstehenden, vor denen wir uns hüten. Wir betrachten jeden, der nicht den Eid der Brüderlichkeit abgelegt hat, mit Argwohn. Der Kodex sagt, fürchtet die, die der Bruderschaft nicht die Treue schwören. Denn obwohl der Dienst ihre Augen geöffnet haben mag, sind sie blind. Es steht aber auch geschrieben, lasst die Weisheit des Ältesten an die Stelle eures Argwohns treten. Wo er Vertrauen zeigt, tun sie es ihm gleich. Der älteste Lines vertraut ihnen, darum dürfen sie hier bleiben. Bist du nicht noch etwas jung für das alles? Naja, sehen Sie, ich bin ein Nachfrage des großen Roger Maxen, des Gründers unseres Ordens. Ich bin der Letzte seines Geschlechts. Man sagt, meine Seele sei aus ewigem Stahl geschmiedet. Dabei bin ich doch nur ein ganz normaler Junge. Ich wurde vor vielen Jahren zur Zitadelle in die Obhut des ältesten Lions gesandt, bevor die Ältesten im Westen den Glauben an den Ältesten verloren. Ich weiß nicht, ob ich je zurückkehren werde. Es gefällt mir hier sogar. Wächterin Lions war sehr gut zu mir. Sie hat mir so viel beigebracht. Was halten Sie von der Enklave, Knappe? Sie fragen mich, was ich über die Enklave denke? Nun, die stählerne Bruderschaft ist der Enklave schon einmal begegnet, im Westen. Unserer Chronik zufolge ist das mehr als 30 Jahre her. Diesen Aufzeichnungen zufolge tragen ihre Soldaten offenbar die verbesserte Powerrüstung Mark II. Die ist sehr stark, besser als unsere Powerrüstung. Ein Teil ihrer Technologie ist fantastisch. Vertibirds, Plasmawaffen, die einen Gegner in Brei verwandeln können. Hilft diese Information Ihnen denn weiter? Kriege ich hier zufällig Infos über die Supermutanten? Und ob ich da was drüber weiß? Ich habe sie gründlich studiert, seit ich hier bin. Wissen Sie, sie sind nicht alle gleich. Neben den gewöhnlichen gibt es auch Biester. Und dann sind da noch die Meister. Die sind wirklich zäh. Ha, der schlimmste von allen ist der Behemoth. Das ist ein Riese. Ich habe ihn einmal gesehen, vor den Mauern der Zitadelle. Wirklich beängstigend. Es wimmelt in den Stadtruinen von Supermutanten. Aber der älteste Lines bezweifelt, dass sie von dort kommen, sonst hätten wir ihre Basis gefunden. Sie scheinen nach etwas zu suchen, aber wir wissen nicht nach was. Nach grünem Zeug. Sie zwingen einen doch wohl nicht zu kämpfen, oder? Nein, ich wäre aber bereit zu kämpfen. Ich hätte schon Angst, aber es ist ungerecht, dass ich drin bleiben muss, während die Ritter Streife laufen. Ich durfte einmal hinaus, wissen Sie? Sarah, Wächterin Lines, nahm mich mit, um es mir zu zeigen.
Ich habe auch einen Supermutanten getötet. Ehrlich. Ich habe Sarah irgendwie angeschossen. Aber nur ganz leicht. Es war nur eine Fleischwunde. Nur eine Fleischwunde. Ich muss jetzt los. Mögen wir bald wieder miteinander reden. Ja. Viel später. Ritter der Bruderschaft. So, hier haben wir noch eine Kaffeetasse, eine Jagdflinte. Noch eine Kaffeetasse und Kaffeekanne, Kaffeetassen. Gut, gucken wir uns hier weiter um. Hier geht's wieder nach dem A-Ring. Aha. Ein weiterer glorreicher Tag in der Geschichte unserer Armee. Bitte nennen Sie die Art Ihres medizinischen Notfalls. Auswahlprotokoll initiieren. Medizinische Prozeduren gestartet. Behandlung wird vorbereitet. Fehler, 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 Fehler. Swombones hat sie verletzt. Autsch, das tat weh. Was zur Hölle? Im medizinischen Subsystem ist ein Fehler aufgetreten. Bitte führen Sie eine Diagnose der zweiten Ebene durch. Wissenschaft, führe eine Level-2-Diagnose auf dem medizinischen Subsystem durch. Befehl akzeptiert. Systemdiagnose der Stufe 2 wird gestartet. Bitte warten. Aufzugmusik. Yeah. Diagnose abgeschlossen. Die Resultate zeigen eine Verschlechterung der Stufe 7 im neuronalen Pfad 0x63A82 an. Keine weiteren Daten verfügbar. Wofür sind diese Nervenbahnen zuständig? Der neuronale Pfad 0x63A82 steuert die Schnittstelle zur motorischen Kontrolle, die die medizinische Software und die Greifarme der Einheit verbindet. Der derzeitige Schaden verursacht unberechenbares Verhalten und kann dazu führen, dass die Einheit außerhalb der vorgesehenen Parameter funktioniert. Neuronalen Pfad 0x63A82 schließen und verbleibende Funktionen umleiten. Neuronaler Pfad 0x63A82 über neuronalen Pfad 0x374E82 umgeleitet. Bitte warten. Motorenfunktion vollständig wiederhergestellt. Die Diagnose zeigt keine kritischen Ausfälle. Vollidiot. Auswahlprotokoll initiieren. Medizinische Prozeduren gestartet. Behandlung wird vorbereitet. Bitte stillhalten. Medizinische Prozedur abgeschlossen. Weitere Anweisungen? Ja. Bestätigt. Ich muss jetzt los. Einheit wird deaktiviert. Die Truppe zieht weiter. Das Vollidiot hat mir gefallen. So, sehr schwer. Auch 100. Okay. Was haben wir hier jetzt noch? Medizinische sehr schwer. Oh, weia. Ja, aber erstmal einen Bot reparieren. Das ist natürlich optimal. Hoppala. So, was haben wir hier? Leere Truhe. Oh, hier ist noch was drin. Energiezellen. Eine Truhe mit einer Powerfaust. Meine Güte. So, das ist wieder ein normales Terminal. Und dann haben wir hier Max's Terminal. Sehr leicht. Aha. Gut, dann wollen wir mal gucken. Sehr leicht. Klingt sehr gut. So, was haben wir denn? Fury, Levis, Virus, oh, Dynes, Timer, Likes, ja, Lover, Panel, Lovers. Machen wir mal Lovers. Eins korrekt. Na, die Likes, die können wir auch gerne gebrauchen. Ah, das ist aber nicht das Passwort. Ähm.
Lowell, nee, das kann es nicht sein. Könnte natürlich auch das E am Ende sein, ne? Probieren wir mal Outer. Das ist das E am Ende. Es ist das E am Ende. Gut, das heißt, wir gucken erstmal, dass wir neue Versuche kriegen. Bombe entfernt. Bombe entfernt. Bombe entfernt. Wieder voll aufgefüllt. Okay. Ist das eh am Ende. Wie wäre es mit Dünes? 2 korrekt. Könnte auch das N sein. Panel? Ah, da haben wir es doch. Gut, dann wollen wir mal gucken. Admin. Hallo knappe Maxen. Wie geht es dem besten Jungen in der Zitadelle denn heute? Tagebuch Eintrag 1. Wir lesen. Psst. Der blöde Gelehrte Rothschild und sein blödes Labor. Ich wollte bloß mit dem Roboter reden und schauen, ob er mein Freund sein wollte. Ist doch egal, wenn er nicht laufen kann. Tagebucheintrag 2. Gestern hat mir Sarah gezeigt, wie man einen Menschen tötet, indem man ihm ein Messer in die Nieren sticht. Ich glaube, ich bin verliebt. Aha. Geschichte. Die Wächter von Gilly Front. Was sollen wir nur machen? Mr. Wallingsworth fragt Molly. Mutter wird in Kürze zu Hause sein und ich muss noch mein Zimmer aufräumen. Ach du lieber Himmel. Ach hey je. Aber keine Sorge, Molly Golly. Wir werden uns ein wenig Hilfe suchen. Dann wird das schon. Mr. Wolligsworth watschelte mit seinem kleinen Teddybärbauch in die Mitte des Zimmers und rief mit süßer und kräftiger Stimme zu jenen, die dort auf den Regalen in der Spielzeugkiste und unter dem Bett schlummerten. Kommt, Leute, Molly Golly braucht eure Hilfe. Und da wir ihre Wächter sind, müssen wir alle mithelfen. Kommt schon, schüttelt euch die Staubhäschen ab und kommt herbeigehoppelt. Da ertönte aus allen Ecken des Zimmers ein Geraschel und Gerummel, während Schaukelpferd und Eisenbahn, Bücherstütze und Babypuppe, Spielzeug und Puzzle zugleich wie durch ein Wunder zum Leben erwachten. Mr. Wallingsworth, aber ich habe nie gewusst. Ich dachte, du wärst der Einzige. Oh, wie wundervoll, rief Molly entzückt. Wundervoll? Pah. Ich habe hier ein nettes Nickerchen gehalten und süß vor mich hingeträumt. Und du kommst daher und wächst mich auf? Und wofür? Schwerstarbeit. Das stand so nicht in der Jobbeschreibung. Wallingsworth, diese kleine quiekende Stimme des Widerspruchs gehörte einen Mausi Manicure Mollys Lieblingsstofftier, ein der wenigen Gefährten, denen es gestattet war, in ihrem kuscheligen Bett zu schlafen. Ach Mausi, du bist am Leben. Molly rannte zu ihrem Bett, umarmte das verblüffte Plüschtier und drückte seinen Körperchen nahezu die Füllung herausquetschend an ihr Herz. Autsch, au, das reicht, genug, genug. Du erdrückst mich. Molly löste ihre Umarmung und ließ Mosi zurück auf ihr Bett fallen. Einerseits sehr aufgeregt, andererseits furchtbar enttäuscht, dass ihr Lieblingsstofftier soeben zum Leben erwacht ist und ein absoluter Blödian zu sein scheint. Jetzt hör mir mal gut zu, Marjorie, sagt Wallingsworth. Wächter der lieben Miss Molly Grolli zu sein bedeuten, wir beschützen sie so gut wir können, auch wenn wir dabei ihr Tröpfchen säubern oder den Müll rausbringen oder, ja, ihr Zimmer aufräumen müssen. Und wenn die kribbelnden Krabbeltiere kommen und sie werden kommen, wirst du das machen dürfen, was in deiner Job
Beschreibung steht. Darauf gebe ich dir mein Wort. Okay. Gedicht, Lied von Lichtman. Oder Lichtmann. Fiedel die, Nachwuchs, Fiedel Faust. Verflucht die Jungs, falls du dich traust. Kraft, Jugend und Glück umwirbeln sie im Sturm. Fünf werden eins im Lichtmann suchen Turm. Und wenn sie kommen, diese fünf Sonnen, haben die Kinder des Lichtmanns gewonnen. So schallen die Posaunen laut heraus und denk über den östlichen Schleier hinaus. Okay. Pistolen und Patronen. Vergaß, weiß nicht, was ich sein Exemplar von Guns and Bullets gelesen habe. Und das sollte besser auch so bleiben. Ich meine, es liegt genau da unter seiner Koje im Lager. Was erwartet er? Mhm. Okay. So, hier haben wir noch einen Koffer, noch ein bisschen Kleinzeug. Ich glaube, ja, mitnehmen. Also noch. So, hier haben wir noch einen Aktenschrank. Ja, 10 mm, nehmen wir mit. Colvin? Colvin hatten wir, glaube ich, schon gesprochen. Gucken wir uns hier erstmal weiter um und nehmen weiter mit. Ja, die gute alte Kommode. So, Schrank ist leer, Truhe. Mhm. Da ist das Messer durchgefallen. Das habe ich gesehen. Ältester Lions. Ah, hier sind wir also bei unserem Bett. Sehr schwer. Mhm. Darf ich mal? Achso, Cross. Kleiderschrank. Sehr schwer, ja gut. Sehr schwer werde ich nicht aufkriegen, weil ich bin noch nicht auf 100. Weder mit Computer noch mit dem anderen. Das heißt, das muss ich mir nochmal merken hier. Was haben wir denn hier? Truhe, Personal. Mhm. Immer mal gucken. Seien Sie gegrüßt. Na, ebenso. So, was haben wir hier? Noch mehr Schrott. So, hier ist noch eine Truhe. Powerfaust. Alter, ich muss ja hier eine komplette Powerfaust zusammenkriegen hier. So viel Powerfäuste, wie ich jetzt schon mit bei hatte. 4 Stück. Wow. Na, dann machen wir mal eine super Powerfaust raus. Ah, geht das hier eigentlich mit der Kleidung? Ja, hier ging das ja, ne? Ha! Sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber passt. So, den hatten wir schon. Hier waren wir, glaube ich, auch schon. Ne, hier waren wir noch nicht. Weil sonst hätte ich hier definitiv alles leer geräumt. So, Kampfrüstung. Noch eine Truhe. 5 mm und jede Menge Fressen. Alles meins. So, Bügeleisen nehmen wir auch mit. Genauso wie den Spachtel. Für mich sieht es eher wie eine Fliegenklatsche aus. Passt schon. So. Hier waren wir schon drin. Naja, gutes Argument. So, hier haben wir jetzt eigentlich alles gehabt, ne? Barracks, ja gut. Das war jetzt hier alles aus Ring A. Jetzt kommen wir hier schon wieder zu Ring B. Willkommen. Ja, willkommen. So. Es gab hier aber noch eine Treppe runter. Hier war die. Hier waren wir noch gar nicht. Die Bruderschaft. Hm? Ja, hallo. Ich habe von Ihnen gehört. Wir haben hier in der Zitadelle nur selten Fremde. Vor allem selten solche, die ohne Eskorte herumlaufen. Ich bin der Gelehrte Bowditch. Falls Sie etwas brauchen, dann fragen Sie einfach. Erzählen Sie mir mehr von den Ausgestoßenen. Das ist leider eine traurige Geschichte. Voriges Jahr waren einige unserer Soldaten mit den Entscheidungen des ältesten Lions nicht einverstanden. Die Meinungsverschiedenheiten gerieten außer Kontrolle und die Reihen spalteten sich. Die loyalen Soldaten warfen die Dissidenten praktisch hinaus.
Jetzt nennen sie sich selbst die Ausgestoßenen. Was gab es denn für Unstimmigkeiten? Der älteste Lyons kämpfte zum Schutz der Bewohner des Ödlands der Hauptstadt. Aber die Ausgestoßenen verlangten, sie ihrem Schicksal zu überlassen. Sie behaupteten, in einem wissenschaftlichen Stützpunkt in den Ruinen von Fort Independence im Westen könne wichtigere Technologie geborgen werden. Ihr Beschluss war hart, entspricht aber unserer ursprünglichen Mission. Der älteste Lyons ist für uns eine Inspiration, aber für sie ein Verräter. Wer waren die Verbannten? Die Soldaten sammelten sich hinter Paladin Kestin aus der ursprünglichen Truppe des ältesten Lyons. Beide haben über 20 Jahre lang zusammen gedient. Kestin war hochgeachtet und der Bruderschaft so treu ergeben wie der älteste Lyons. Er war nur mit der Auslegung unseres Eids nicht einverstanden. Als aus der Meinungsverschiedenheit Schlägereien wurden, ging er mit den Ausgestoßenen. Wir verloren an dem Tag mehr Verbündete als in jeder Schlacht. Hört sich nach dem Verlust an. Kann man sie irgendwie wieder versöhnen? Lyons und Kestin müssten sich auf eine Art von Versöhnung einigen, und das ist ziemlich unwahrscheinlich. Beide sind sehr stolz und stur. Ich selbst wünschte nur, wir könnten uns wenigstens darauf einigen, dass wir auf derselben Seite stehen, denn da draußen gibt es größere Probleme. Was machen sie gegen sie? Manche Soldaten möchten sie als Deserteure erschießen lassen, und wir können nicht einschreiten. Wir sind mit den Supermutanten voll ausgelastet. In der Zwischenzeit suchen sie nach neuer Technologie und versuchen draußen mit der Bruderschaft im Westen wieder in Kontakt zu treten. Unsere Wege kreuzen sich also selten, aber wenn, dann wird es immer hässlich. Ich hoffe nur, dass sich die Sache abkühlt, bevor es schlimmer wird. Genug über die Ausgestoßenen. Das ist ein sehr entmutigendes Thema, nicht wahr? Was machen Gelehrte eigentlich? Gelehrte machen alle möglichen Dinge. Verstehen Sie, bei den Gelehrten gibt es drei Orden. Und jeder dieser Orden beschäftigt sich mit einem anderen Forschungszweig. Wie heißen die Orden? Kein Problem. Es gibt den Orden des Schwertes, den Orden des Schilds und den Orden der Feder. Der Orden des Schwertes entwickelt und wartet die Waffen der Bruderschaft. Der Orden des Schilds tut dasselbe für Powerrüstungen und Defensivanlagen. Der Orden der Feder ist für die Beschaffung und Erhaltung alten und neuen Wissens zuständig. Welchen Orden dienen Sie, Gelehrter Bowditch? Ich bin der Anwalt des Ordens des Schilds. Ich leite die anderen in meinem Orden und sorge dafür, dass unsere Verteidigungsanlagen intakt sind. Wissen Sie, wie lange es dauerte, die Ruinen zu befestigen? Aus der Schale des Pentagons schuf ich eine Zitadelle. Gar nicht so leicht. Aber das war in der Vergangenheit, als wir uns nur um diese verdammten Supermutanten sorgen mussten. Diese Enklave, das ist etwas anderes. Das ist alles, was ich brauche. Alles klar. Also irgendwelche Kommentare zur Enklave? Ich muss allerdings zugeben, dass sie eine sehr beeindruckende Powerrüstung tragen. Die verbesserte Mark II. Das macht aber gar nichts. Nach ein paar geringfügigen Modifikationen wird unsere eigene Rüstung alles aushalten können, womit sie uns beschießen. Möchten Sie mir etwas über die Supermutanten erzählen? Sie sind so unbarmherzig, wie ich es noch nie erlebt habe. Ich glaube, sie betrachten unsere Brüder in der Powerrüstung als eine Art von Dosenfleisch. Einige der Überreste, die wir zurückgebracht haben. Zerfetzte Männer und Frauen. Manche durch die Rüstung herausgerissen. Schrecklich. Wäre es möglich, meine Ausrüstung zu reparieren? Das sollte möglich sein. Die Bruderschaft kann die Währung des Ödlands für den Handel gebrauchen. Reparieren 19. Nee. Können Sie mir mehr über die stählerne Bruderschaft erzählen? Oh ja, ich erzähle gern mehr. Ich glaube sogar, dass ich mehrere Texte über die vielen einzelnen Aspekte der Bruderschaft schreiben könnte. Ich vermute allerdings, dass Sie es eilig haben. Was wollen Sie also genau wissen? Alles. Fang an. Was sind die grundlegenden Ansichten der Bruderschaft? Ich befürchte, die Antwort auf diese Frage hat viel mehr Facetten, als manche glauben möchten. Die Mitglieder der Bruderschaft müssen schwören, alte Technik zu suchen und zu beschützen, aber dieser Eid wird unterschiedlich ausgelegt.
Der älteste Lyons betrachtet diese Pflicht als Teil der höheren Pflicht, Unschuldige zu schützen, aber einige, zum Beispiel die Ausgestoßenen, denken anders. Was waren für Sie die Höhepunkte Ihrer Zeit bei der Bruderschaft? Ich rede mir gerne ein, dass ich noch einige große Erfolge erzielen kann, aber einige meiner Gelenke scheinen neuerdings anderer Meinung zu sein. Ich kann Ihnen sagen, was die Tiefpunkte meiner Zeit gewesen sind. Jeder Schuss, der auf mich abgefeuert wurde. Ich bin ein Gelehrter und kein Soldat. Was war die größte Herausforderung, der Sie die Bruderschaft stellen musste? Jede Aufgabe, der wir gegenüberstehen, scheint immer die schwierigste zu sein. Zuerst das Überleben, dann die Expansion und jetzt die Zusammenarbeit. Wir haben schon viele Missgeburten des Ödlands oder Möchtegern-Diktatoren erlebt. Die sind nicht so schlecht, jedenfalls kennen wir die Sorte schon. Die jüngsten Ereignisse allerdings, wie zum Beispiel der Bruch mit den Ausgestoßenen, diese Probleme machen mir wirklich Sorgen. Das ist erstmal genug. In Ordnung. Sonst noch was? Ich muss jetzt los. Auf Wiedersehen. Okay, nächsten Gelehrten kennengelernt. Teddybär, nehmen wir mit. Kaffeetasse. Und ab ins Labor. Wollen wir noch mal gucken, was wir hier jetzt noch haben. Nee, hier ist er. Nee, hoch hätte ich gemusst, nicht runter. Hoch. Ja. So schnell kann man sich irren. Das heißt, hier einmal hoch. Achso, hier ist Ausgang. Okay. Hallo, Cross. Und hier wird ganz schön geschossen. Und gescheppert. So, aber jetzt muss ich nochmal gucken. Wir hatten ja auch noch Notizen, ne? Bericht des der Gelehrten James an den ältesten Lyons. Von Gelehrten Elizabeth James an Alistair Lyons. Ältester. Ich habe die neuesten Berichte über die Zahl der Paladine und Ritter gelesen, die sich nicht zum erwarteten Zeitpunkt gemeldet haben. Ich verstehe ja, wie chaotisch die Zustände im Einsatz sind. Aber die Tradition verlangt, dass der Tod eines jeden Bruders, der im Kampf fällt, in den Schriftrollen festgehalten wird. Wir können es uns nicht leisten, uns nicht die allergrößte Mühe zu geben, wenn es darum geht, Beweise dafür zu bergen, wer gefallen ist und wer überlebt hat. Ich verstehe, dass jeder einzelne Bruder für die Aufgabe hier in der Zitadelle in der nahegelegenen Stadt gebraucht wird. Darum habe ich vor, Außenstehende damit zu beauftragen, Beweise dafür zu bergen, welche unserer Brüder den Feind zum Opfer gefallen sind. Ich werde sie bitten, die Erkennungsmarken aller gefallenen Brüder zu bergen, die sie finden. Das ist das Mindeste, was wir tun können, wenn wir schon nicht die Mittel dafür haben, eine richtige Beerdigung in allen Ehren für sie abzuhalten. Sie brauchen sich keine Sorgen darum zu machen, Belohnung für diese Beauftragten zur Verfügung zu stellen zu müssen. Ich werde sie aus meiner eigenen Tasche bezahlen. Dieser finanzielle Aufwand ist es mir wert, wenn ich weiß, dass dadurch die Tradition aufrechterhalten wird, ohne dass die Ressourcen für ihre Mission angegriffen werden müssen. Mit stählernen Grüßen, Gelehrte Elizabeth Jameson, Heat Libertarian Orden der Feder Bunker von DC. Gut. Achso, ja, wir müssen... Hoppala. Das war verkehrt. So, wir müssen ja jetzt nochmal zu Gelehrte Rothschild. Der war ja im Labor. So. Schauen wir mal. Nee, halt. Ich muss mal hier runter. Oder ist er jetzt hier gerade im Versammlungsraum? Ah, hier. Ah, Sie sind wieder da. Brauchen Sie noch was? Vault 87 hat einen Geek, aber ich weiß nicht, wo es ist. Ah, nun ja. Wenn es nur das ist, kann ich Ihnen behilflich sein. Kommen Sie hierher. Ich zeige Ihnen, wo die Vault liegt. Ich bin hinter Ihnen. Ihre Anwesenheit ehrt uns. Gibt es etwas, wobei ich helfen kann? Jetzt läuft das so langsam.
Ich gehe mal davon aus, ich weiß schon wo ungefähr. Ihre Anwesenheit ehrt uns. Der Hof der Zitadelle? Nee. Er ist doch gerade hier hochgelaufen, oder nicht? Hä? Oder ist er jetzt runtergelaufen? Wo bist du, mein Lieber? Lokale Karte? Hä? Oder hat er mir das jetzt schon gezeigt und ich hab's sonst einfach nur nicht gecheckt? Möglich. Ach, hier ist er. Wir haben ihn nur knapp verpasst. Wirklich ein bisschen langsam. Ich will jetzt aber nicht verpassen, wo er jetzt genau hinläuft. Das habe ich mir schon gedacht. Laufen wir ihn einfach hinterher. Kommen wir mit der Powerfaust ein bisschen zu kämpferisch vor. So. Du musst jetzt natürlich den komplett außenrum Weg nehmen, ja? Ja, hier wollte ich doch so oder so hin. Gut. Wir warten halt einfach. Wir laufen ihn einfach hinterher. Und jetzt wird er unten zur Karte gehen. Die wir unten schon gesehen haben. So. Damit unser Begleiter da jetzt nicht drin steht. Der gelehrte Rothschild wollte diese EMS-Tests sofort. Also habe ich es erledigt. Langsam hinterher. Ich verstehe. So. Diese Karte zeigt die Lage aller bekannten Vaults in der Gegend. Wir haben Vault 87 hervorgehoben. Hier. Der Zutritt zu Vault 87 wird für Sie besonders schwierig sein, fürchte ich. Wieso? Was ist daran schwierig? Das Gebiet ist extrem verseucht. Rund um den Eingangsbereich herrschen tödliche Strahlungsniveaus. Der direkte Zugang ist dadurch ziemlich unmöglich. Wie komme ich durch die Strahlung? An der Strahlung kommt man nicht vorbei. Wer es versucht, ist tot. Es muss einen anderen Weg geben. An Entschiedenheit stehen Sie Ihrem Vater um nichts nach, scheint mir. Und in diesem Fall haben Sie recht. Es könnte einen anderen Weg geben. Vault 87 liegt gleich neben den Höhlen von Little Lamplight. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es in den Höhlen einen Zugang zur Vault gibt. Sie wissen es nicht? Leider gibt es keine Daten. Nachdem die ersten Versuche, die Strahlung zu durchqueren, fehlschlugen, konzentrierten wir uns auf andere Dinge. Sie aber können sich frei bewegen. Ein paar weitere Nachforschungen könnten nicht schaden. Ich bin natürlich sehr an den Entdeckungen interessiert. Danke für die Hilfe. Leider können wir nicht mehr tun. Denn die Bruderschaft steht möglicherweise einer sehr realen Bedrohung durch die Enklave gegenüber. Meine ganzen Anstrengungen müssen jetzt der Einschätzung dieser Gefahr gelten. Ich bin sicher, Sie werden das verstehen. Aber sicher. So, Vault 87 ist dort hinten. Vault 92, Vault 108. Kann ich die mir alle abmarkieren auf der Weltkarte? Little Lamplight. Na gut. Haben wir aber noch nicht entdeckt. Gut, da hinten müssen wir dann sowieso nochmal gucken. Vault 101. Nee, er hat mir noch nicht alle Markierungen aufgemacht. Doch, Vault 92 haben wir hier auch. Und Vault 108. Nationalarchiv. Okay.
Gut. Na denn. Würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal hier raus. Weil wir haben ja jetzt die Quests. Durchsuchen. Gut. Können wir ja mal wieder ein bisschen ausschweifend werden. Wir haben ja jetzt eigentlich das Wichtigste, was den Leuten wichtig war, dass ich endlich an meine Power-Rüstung komme. Haben wir ja jetzt. Wir haben jetzt auch einen neuen Begleiter. Aber ich würde sagen, wir machen noch ein bisschen in der Hauptquest weiter, damit wir jetzt da nicht ganz so sehr rauskommen. Jetzt werde ich jetzt aber erstmal noch einmal nach Hause, um einmal kurz leer zu räumen, damit wir dann auch mit leeren Inventar durchgehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.